Es ist ein ganz einfaches Frage-Antwort-Spiel, was wir jetzt spielen. Ein ganz reguläres Quiz. Es gibt die Möglichkeit, bei einer richtigen Antwort einen Punkt zu gewinnen. Es gibt allerdings eine Besonderheit. Ihr buzzert, wenn ihr die Antwort wisst und gebt die richtige Antwort vor, dann bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr falsch liegt, keinen. Wir beenden dieses Spiel, wenn in Summe 7 Punkte vergeben worden. Ah, okay. Okay? Das hat aber nichts mit Rudi Carrell zu tun, das ist nur der Titel des Spiels. 7 Frage, 7 Ich weiß. Köpfe, ja. Warum ist diese Erklärung so simpel? Warum ist dieses Spiel so simpel? Alle anderen Sachen sind so kompliziert, da wird gesungen, da kommt noch ein Opernsänger, tralala. Und hier ist... Bastian, vielleicht hast du einen guten Riecher, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Wir fangen erstmal an und gucken mal, wie lange es braucht, bis wir die 7 Punkte zusammen haben. Da stimmt doch was nicht. Ich spüre eine Verschwörung. Von welchem Komponisten, erste Frage, ist der Nussknacker? Bastian. Peter Tschaikowski. Bastian, das ist ein Punkt für dich. Oh Gott. Aber das heißt, wir sammeln den Punkt erstmal hinten auf deiner Wand. Du bekommst ihn nicht sofort gut geschrieben. Nächste Frage. Welche Ziffern teilen sich auf einer deutschen Computertastatur die Tasten mit den Zeichen runde Klammer auf und runde Klammer zu? 8, 9. 8, 9 ist richtig. Einen Punkt für Berliner. Die nächste Frage. Im Abstand von jeweils wie vielen Jahren wird das Europäische Parlament gewählt? Bastian. Alle 5 Jahre. Alle 5 Jahre. Ein weiterer Punkt für Bastian. Nächste Frage. Ich freue mich nicht über meine Punkte. Das stimmt. Welcher deutsche Basketballstar wechselte 2020 zu den LA Lakers? Dennis Schröder. Dennis Schröder, ein Punkt für Teddy. Und die nächste Frage ist das Stammkapital einer herkömmlichen GmbH. Beträgt in Deutschland mindestens wie viel Euro? 25.000. 25.000 Euro ist richtig und ein weiterer Punkt für Berliner. Die nächste Frage lautet folgendermaßen. Welcher deutsche Schauspieler und Showmaster ist in 13 Edgar-Wallace-Filmen in einer Hauptrolle zu sehen? Bastian? Joachim Fuchsberger. Joachim Fuchsberger ist richtig. Wir haben im Moment 6 Punkte vergeben. Mit der nächsten richtigen Antwort haben wir in Summe 7 vergeben und das Spiel ist vorbei. Wen heiratete das Model Hailey Baldwin 2018? Paulina? Justin Bieber. Justin Bieber. Das war die letzte Frage. Und damit sind 7 Punkte vergeben. Und wisst ihr was? Eure Antworten, ja, die sind ja ganz gut. Aber ich finde, hier muss ein bisschen Pfiff rein. Ladies and Gentlemen, let's get ready for Joker! Euer Wissen konnten wir in den letzten Wochen ganz gut kennenlernen. Und deswegen erweitere ich diese Quizrunde jetzt um eine weitere Ebene und Regel. Die Punkte, die ihr gemacht habt, lasse ich nur gelten, wenn diese Antworten nicht von den dümmsten MitarbeiterInnen von der Produktionsfirma dieser Sendung Florida TV gewusst. Ich begrüße Katha, Rauli und Benjamin. Na, Benni? Na? Alle Idiot? Ihr seid die dümmsten MitarbeiterInnen der Florida. Hallo. Sie sind freiwillig hier, dafür bekommen Sie einen extra Tag Urlaub. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz klar herausarbeiten. Aber wieso die dümmsten? Weil, also ich habe vorhin mit Schmidti telefoniert, er hat gesagt, wir sind da, weil wir die Schlausten sind. Und jetzt hast du gesagt, wir sind die Dümmsten. Ja, ihr seid die Dümmsten. Das ist ja, ja, der ist so weit verloren gegangen auf dem Weg. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ihr bekommt, wenn ihr jetzt gewinnen solltet gegen die, bekommt ihr einen extra Urlaubstag. Ist es das? Ja? Ist es das? Ist es das wert, dass ihr hier seid? Ich glaube ja. Also, diese drei sympathischen Menschen hier links bei uns aus der Firma bekommen nun eure richtig beantworteten Fragen ebenfalls gestellt.
Sollten die Floridas dümmer sein als ihr und die Antwort nicht wissen, dürft ihr den Punkt behalten. Geht das jetzt die ganze Zeit so? Es wird jedem wird gesagt, dass wir dumm sind. Ja, ja, absolut. Das ist, sollten sie allerdings, und keine Sorge, es sind die dümmsten, die wir finden konnten, sollten sie eine Frage richtig beantworten, verfällt der Punkt bei euch und ihr habt die Frage umsonst gewusst. Deswegen, jetzt habt ihr es verstanden. Ach, die Idee ist, dass die Dümmsten der Florida TV immer noch schlauer sind als ihr. Das glaube ich. Ja. Das stimmt. Genau so ist es. Wir fangen einfach mal an. Ja. Die erste Frage, wir sind bei Bastian, wurde von Bastian gelöst. Mit welcher Komponist schuf das Ballett der Nussknacker? Ich habe die Frage nicht verstanden. Und du beschwerst dich, dass ich euch als die Dümmsten darstelle. Ich habe irgendwas mit Nussknacker verstanden. Wie funktioniert ein Nussknacker? Wie funktioniert ein Nussknacker, Daniel? Sorry. Welcher Komponist hat das... Ja, oder? Hm? Was? Ja, die anderen haben schon die Antwort. Ja, ich weiß den Vornamen. Ihr müsst nicht flüstern. Euch kann keiner mehr den Punkt abnehmen. Okay. Wollen wir lösen? Ja. Wollen wir lösen? Ja. Ruckzuck. Tschaikowski. Tschaikowski. Was denn? Es tut mir wahnsinnig leid. Sie wussten es. Den Punkt muss ich dir abnehmen. Ach, der Punkt geht dann weg. Ja. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Entschuldigung. Ja, natürlich. Weil ich sag mal so, wenn die das wissen, das sind die Dümmsten. Ja. Okay. Dann ist das nichts Besonderes und dann ist das keine Leistung. Ja, ich glaube vollkommen richtig. Wir haben die nächste Frage. Im Abstand von jeweils wie vielen Jahren wird das Europäische Parlament gewählt, war die nächste Frage. Was für Fragen? 5, 6? Ja, 6. Nee, es ist, glaube ich, länger. Es sind nicht 4 Jahre. Nein, es ist länger als 4. 5 oder 6? Wir sagen 5 Jahre, alle 5 Jahre. 5 Jahre ist die richtige Antwort. Das habt ihr richtig gelöst. Glückwunsch. Und abermals müssen wir den Punkt leider abziehen. Es tut mir sehr leid. Sehr gut macht ihr das. Wir sind nämlich gar nicht so dumm. Nee, seid wirklich. Das ist ja vielleicht auch eine Chance jetzt hier cool. Für euch, ja. Euch das zu zeigen. So, welcher deutsche Schauspieler und Showmaster ist in 13 Edgar Wallace Filmen in einer Hauptrolle zu sehen? Welcher deutsche Schauspieler ist in 13 Edgar Wallace Filmen? Ja, Blackie Fuchsberger, da. Hans-Joachim Fuchsberger. Reicht der Nachname? Blackie Fuchsberger. Blackie Fuchsberger ist richtig, er heißt nur Joachim. Es ist nur Joachim. Super. Und damit, Bastian, ist eine magische Situation eingetreten. Du hast keine richtigen Antworten mehr. Mehr konntet ihr nicht tun. Dankeschön. Und keine Punkte mehr. Bis hier alles richtig beantwortet von den dümmsten MitarbeiterInnen der Flor. Ja, wir haben keine Sorge, Paulina. Nach allem, was ich für die Firma getan habe. Auch deine Punkte könnten schmilzen. Welche Ziffern teilen sich auf einer deutschen Computertastatur die Tasten mit den Zeichen runde Klammer auf und runde Klammer zu? Welche Zahlen sind da, wo runde Klammer auf, runde Klammer zu? Genau. Ist das bei der 8? Klammer auf, Klammer 7 oder 8 oder 6 oder 7, glaube ich. Ja, auch da oben irgendwie. Also 6 oder 7, ich weiß es nicht oder 7 sicher. Oder 8, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt 6, 7 sagen. Ich würde, ja. 7, 8. 7, 8 ist eure Antwort? Katha, ja, denkt dran, wir kennen uns schon seit 12 Jahren. Das stimmt, Paulina, deswegen... Hat sie daran gedacht, aber ich glaube nicht, dass Katha sich beeinflussen lässt, weil sie kriegt einen Urlaubstag, wenn sie das Ding hier gewinnt. Der Urlaubstag schwindet gerade. Kannst du mir sowas Ähnliches anbieten? Du hast einen Punkt, den du behalten darfst, weil es ist falsch, es ist 8 und 9. No. Oh. Nicht 7, 8, knapp daneben. Oh. Paulina, du behältst deinen Punkt und wir haben eine weitere Frage. Das Stammkapital einer GmbH ist mindestens wie viel Euro? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht so mega viel, glaube ich. Das ist vielleicht so ein symbolischer Euro. Ich kann nicht rechnen. Also ich weiß, wie viel man so als investieren muss, wenn man irgendwie Teilhaber oder so ist. Naja, wie viel? Das sind dann, glaube ich, 25.000 Euro. Ja, so ist es. Aber ich weiß nicht, ob das Gleiche ist, was jetzt die Frage war. Also, was ist eure Antwort? 25.000 Euro. 25.000 EUR. Ja. 25.000 Euro. Den Punkt nehmen wir dir leider ab, Paulina. Es ist richtig. Habt ihr recht. Wir... Wir haben eine weitere Frage, die ihr richtig löst, um einen Punkt zu klauen. Wen heiratete das Model Hailey Baldwin 2018? Das warst du, sorry. Das warst du. Sorry. I know you know. Also. Justin Bieber. Wusstet ihr auch. Right, girl. Punkt abgezogen, Paulina. Damit sehr schade. Bleibt allerdings ein Punkt übrig bei dir und den schreiben wir dir gut. Du gehst von 9 auf 10 Punkte. Jetzt kommt eine Frage für Teddy Techlebran.
Und da gibt es auch nur die eine Frage, die wir spielen werden. Und dementsprechend auch nur einen Punkt. Welcher deutsche Basketballstar wechselte 2020 zu den LA Lakers? Kann ich da was das sagen? Hast du Basketball gespielt? Nee. Gut, dann. Du, Katte? Nee. Du? Ja, aber nicht so richtig. Ich sag nur, Detlef Schrempf. Vielen Dank. Der Trainer? Nee, der Basketballspieler. Also, ja, gut, ich glaube, ich... Ich kenne einen einzigen Deutschen, der gerade so aktuell ist. Das ist Detlef Schrempf. Also, ich glaub, Teddy hat halt nur einen Punkt. Aber reden wir von dem gleichen? Danke. Achso. Ihr könnt euch glauben. Also, ich weiß es nicht. So, Benni. Du hast ein Gefühl, ja, sag mir, was das Gefühl ist. Wenn das die richtige Antwort ist, gibt es einen Urlaubstag. Ich kann den nicht. Ich glaube, der heißt Schröder. Dennis Schröder, Schröder. Ich sag jetzt Schröder. Schröder. Denk mal nach. Dennis Schröder ist korrekt. Ja. Und damit kein Punkt für Teddy. Der Punkt wird abgezogen. Aber euch. Ich weiß gar nicht, für wen man sich freuen aber soll. Aber euch kann ich die gute Neugier. Ihr seid nicht nur die dümmsten Mitarbeiter im Hause Florida. Ihr habt auch dieses Jahr einen Urlaubstag mehr als alle anderen. Ey, geil. Geil. Schön, dass ihr da gewesen seid. Sehr cool. Vielen Dank. Katha, Daniel, Benni. Sorry. Ciao. Das war 7 Frage, 7 Köpfe.